Es war ein Spiel, über das man noch lange sprechen wird. Unbegreiflich. Dementsprechend musste auch der Jubel ausfallen. Historisches war geschehen im Stadion an der Alten Försterei. Der Regionalligist aus dem Berliner Stadtteil Köpenick erwischte den besseren Start. Steffen Menze mit der ersten Chance bereits nach 3 Minuten. Djokovic mit Ball schneller als 2 Gladbacher Abwehrspieler ohne. Auch Torwart Uwe Kamps konnte nicht mehr eingreifen. Das 1:0 für den krassen Außenseiter Ari van Lent mit dem hochverdienten Ausgleich für den Tabellendritten der zweiten Liga. Van Lent war 6 Minuten später erneut zur Stelle. Das 2:1 für den Favoriten für Mönchengladbach. Als kaum noch einer der 18.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion auf Union gewettet hätte, köpfte Kapitän Steffen Menze doch noch den Ausgleich. 2:2, das hieß Verlängerung, in der keiner der beiden Mannschaften ein Treffer gelang. Also musste das Elfmeterschießen entscheiden und dort erwies sich Unionstorwart Sven Beukert als Matchwinner. Er hielt die Strafstöße von Van Lent und Eberl. Ronny Nicol machte dann für Union alles klar. Zum dritten Mal erreicht somit ein Drittligist ein DFB-Pokalfinale. Danach begannen die Freudentänze bei den Spielern und den Fans. Man ließ den Emotionen freien Lauf. Und die Fans hatten anschließend einen Helden, so richtig zum Anfassen und Knuddeln.